Einen wunderschönen guten Morgen, meine Freunde. Ja, wir werden hier in der Online-Saison Liga 10, noch immer Liga 10, das nächste Spiel bestreiten. Wir können mit einem Sieg unseren Aufstieg in Liga 9 perfekt machen. Ich musste gerade mal meine Tür zumachen, war deswegen kurz abgelenkt. Und ja, ich habe mich noch mal ein bisschen lauter gestellt von der Stimme her, ein bisschen den Ton runter im Spiel. Und ich hoffe, wir finden so früh am Morgen einen Gegner. Ah, ich will natürlich nicht die Liga angucken, sondern Partie spielen. Und unser Bundesliga-Team ist wieder in Reihe. Mit Inui, Aigner, Hunt, Jaconan und Son im Sturm. Also in der Angriffsreihe. Weiter suche einen Gegner. Das wird eventuell jetzt ein wenig dauern. Suche einen Gegner. Suche einen Gegner. Um 7:45. Das könnte ziemlich schwer werden, deswegen muss ich diese Folge vielleicht auch abbrechen. Nein, wir haben ein SC Scottlesburn. Ja, dann kommen nämlich die Schwarzen. Er nimmt Blau. Wir spielen wieder zu Hause. Ich habe sonst nie zu Hause gespielt. Oh, 76er Chemie hat er nur. Hat aber zum Beispiel Thiago von Bayern, Javi Martinez, Draxler, Arnautovic, Boateng und Dante in der Abwehr, Ulreich im Tor. Den linken Verteidiger kenne ich nicht. Rechten weiß ich jetzt auch so nicht. Im Sturm ist das nicht Osvaldo und Bendtner ist das. Ja. Also ein ziemliches Mischmasch-Team. Ich hoffe, die Chemie wird sich irgendwie auswirken. Und einen österreichischen Coach hat er. Wer ist denn der rechte Verteidiger von Barcelona? Der fällt mir jetzt so keiner ein. Ich kenne da eigentlich nur den einen, den Dani Alves. Und links ist ja Jordi Alba. Ich weiß jetzt nicht, wen die da rechts als Ersatz haben. Ja, und es lädt ziemlich lange. Ich habe ja schon mal öfters gesehen, dass auch ein Spiel komplett einfach abgestürzt ist. Bei irgendwelchen YouTubern. Könnte natürlich mir auch passieren. Ja. Es geht nicht los, meine Freunde. Eventuell setze ich hier einen Cut. Oh Mann, ist das behindert. Geht's jetzt noch los? Meine Xbox macht so die ganze Zeit dieses. Aber irgendwie kommt da nichts, ja. Oder gibt's hier jetzt schon irgendwie wieder diesen Cheat, den er jetzt angewendet hat? Kaboom und raus ist er. Und hat die Münzen. Und ich weiß nur, wenn wir jetzt rausgehen, kriegen wir auf jeden Fall diesen Abbruchmultiplikator runter. Kriegen eine Niederlage. Also das volle Paket. Ja, komm, dann mache ich das jetzt. Xbox Live. Rausgehen. Wie kann man sich denn hier abmelden bei Xbox Live? Oh Mann, ey. Runterfahren. Nee, die Konsole nicht. Kontoverwaltung. Nee. Ach da, abmelden, ups. Wenn sie sich wirklich abmelden, ja. Abmeldung läuft. Jetzt müsste ich hier eigentlich rausfliegen. So, jetzt bin ich rausgeflogen. Ja, zack. Ultimate Team wird geladen. Kann natürlich nicht Ultimate Team laden. Ich muss mich hier wieder anmelden. Ja, ist natürlich sehr bitter jetzt. Und jetzt kommt er gleich. Sie haben das Spiel abgebrochen und deswegen fickt die EA und macht den Abbruchmodifikator auf minus 5000. Sie kriegen keine Münzen mehr, wenn sie spielen. Ja, ich finde das scheiße. Ich finde, die sollen garantieren, dass man eine Verbindung hat. Und wenn das nicht der Fall ist, dass sie das gefälligst erkennen und sich da dann nicht sagen, ja, nö, ne? Ist jetzt dein Fehler. Also, du hast jetzt hier den Fehler gemacht und fertig. So, jetzt kann ich Ultimate Team drücken und dann kommt da jetzt Abbruchmultiplikator, wird sich um 5 Millionen verringern. So eine Scheiße immer. Ich muss gleich auch noch Mathe lernen, Leute. Viel Spaß. Wenn ihr Wirtschaftsingenieurwesen studiert, müsst ihr auch einiges an Mathe machen. So, du hast natürlich das Spiel abgebrochen. Der Gegner erhält den Sieg. Haben wir jetzt eine Niederlage mehr? Ja, vier Niederlagen. Yeah. Natürlich nur noch sechs verbliebene Spiele. Ja, es ist herzhaft.
Mann, ich hasse sowas, finde ich einfach kacke. Natürlich auch noch Verträge verloren. Das volle Programm. Ja, und jetzt mal wieder gucken, ob ich hier überhaupt einen Gegner finde. Jetzt haben wir schon 5 Minuten verplempert, sage ich jetzt mal. Also ihr könnt, ja, bringt jetzt nicht, wenn ich das jetzt sage. Es gibt so Minute 5. So, und jetzt hoffe ich mal auf was Besseres. Der wollte Rot gegen Rot spielen. Spielen wir auswärts. Oh, der hat natürlich jetzt 100 Chemie auch. Und ja, eine gute Barclays-Mannschaft. Ja, herzlichen Glückwunsch. Vielleicht schaffen wir nicht mal den Aufstieg von Liga 10 in Liga 9. Das ist schon bitter. Und jetzt wieder eine Niederlage geschenkt gekriegt, sozusagen. Ja, ist top, ne? Wieder, ich glaube, das war wieder so ein Typ mit Mikro. Dass jetzt alle ihr Mikro angebaumst haben. Ich glaube, die wollen alle KSI nachmachen. Aber ich höre die sowieso kaum. Ich höre den Sound immer sehr, sehr leise nur. Oh, direkt ein kleiner Abspiel. Fauxpas meinerseits. Und Inui kann nochmal durchziehen. Inui, der ist sportlich. Ah. Hakelt er sich da so ein bisschen fest. Raphael. Inui. Inui. Ah, was ist das denn für ein Pass? Weder auf Son noch auf was weiß ich wen. Und Trash, der kann auch flanken. Trash zieht hier jetzt mal durch. Ah, mit der Flanke. Versuch. Zumindest auf Eigner. Und er hat natürlich schneller außen mit Sterling. Das ist das echte Sterling-Silber. Adebayor, einen Kopfballstarken Stürmer. Und auf der anderen Außen auch einen schnellen Spieler. Und zwar Mirajas. Der ist natürlich auch sehr fix unterwegs. Abwehr Basson. Sissoko. Ja, es ist so eine... Ich sag mal, jetzt, ich glaube, die ist nicht so teuer, die Barclay-Mannschaft, die er hat. Aber eine solide auf jeden Fall. Und da kommt direkt der erste hohe Lupfer. Und komplett confused bin ich in der Abwehr, verhalte mich hier wie ein Grundschüler. Und das ist das 1-0. Nee, da habe ich richtig Glück. Wer war das denn da, der da geschossen hat? Den sollte er eventuell direkt aus seinem Kader streichen. Das war ja eine Frechheit. Ja. Ich sag mal so, mit der Franzosenmannschaft hätte ich jetzt hier schon eine größere Chance. Ah, was ist das für Pass? Ich wollte direkt auf Eigner weiterleiten, aber irgendwie... Oh, und der macht jetzt die ganze Zeit diese Kacke. Ich hasse das, dass sie jetzt die ganze Zeit L1 und Dreieck machen. Ich meine, bewährt sich halt leider meistens hier in FIFA. Vor allen Dingen in FIFA 14 hat es, glaube ich, nochmal richtigen Stellenwert gekriegt, genauso wie die Kopfbälle. Aber dieses... L1 plus Dreieck ist hier richtig beliebt. Vor allen Dingen auch bei meinem Gegner anscheinend. Gott, und der setzt sich hier noch irgendwie durch. Jetzt hat er mit Kevin Miraya schon natürlich übelst Platz. Will versucht hier zur Flanke zu kommen, schafft das nicht wirklich. Oh, und Inui läuft doch eigentlich. Also ich verstehe auch manchmal hier diese Wege nicht, die gehen. Was sie da fabrizieren teilweise, das ist echt Wahnsinn. Hier auch so eine Pässe, die kommen eigentlich echt an. Aber irgendwie weiß ich nicht, was die da sich gedacht haben bei EA. Kann er nicht mal einen Pass auf einen Meter mehr spielen. Ja, und Inui setzt sich hier schön durch. Kann die Flanke sogar bringen. Und Hand und Eigner. Boah, was für ein Tor. Eigner, schönes Ding. So reingezirkelt er. Reingewirkelt. Ah, vielleicht haben wir damit jetzt schon den Weg für den Aufstieg wenigstens gesichert, auch wenn es der Titel dann nicht wird. Aber in Liga 9 nicht aufzusteigen, wäre schon krass. Und hier natürlich so ein typisches, ja, ich will jetzt auch nicht sagen Glückstor, aber es war schon ziemlich glücklich. Ist jetzt nicht vielleicht der vom Verdienst her. Er versucht hier komplett durchzudribbeln. Was ich auch gemerkt habe, dass die Abwehrspieler eine verdammt krasse Range haben. Also so ein Wendepunkt, der echt pervers ist. Ja, Konan, auf Son. Komm, der ist durch. Son. Oh, jetzt holt er so krass den Keeper raus. Ich wollte den Lupfer noch ansetzen. Ich habe kurzzeitig vergessen, wo der Lupfer ist.
Aber krank hat er da den Keeper rausgepfercht. Das war ja echt nicht mehr schön. Hand. Oh, Foul. Übles Foul. Böses Ding. Mindestens gelb. Volle Kanne umgewämst, der Typen. Jetzt guckt er sich da sowas an. Was will er mir damit beweisen? Dass er einfach ein krasses Foul gemacht hat. Und jetzt machen wir hier diesen hier. Ah, ein bisschen zu lang. Ja, Freischüsse sind auch nicht so meins. Oh Gott. Und das hasse ich halt, dass die manchmal so weggehen. Komplett weggehen vom Ball. Frage ich mich auch immer, what the fuck? Ja, und das ist Abseits. Kein Abseits! Kein Abseits! Ach Gott, das ist doch bekackte Scheiße, ist das. Oh Gott, ey, ich hasse solche Dinger, Alter. Ehrlich jetzt. Es ist 8 Uhr, ich muss auch noch ein bisschen aufpassen hier. Ey, sowas könnte ich echt, ey, sowas kann ich echt verurteilen. Ja, Konan! Boom! Direkt das 2-1 im Anschluss. Ja, zum Glück, echt zum Glück. Ich wäre gerade fast ausgeflippt. Ich sehe immer diese Scheiße als Torkunde, echt. Und Jakonan macht dir direkt die Butze. Hab ich jetzt auch mal dran gelassen. Und der wollte sich da wieder so durchmümseln. Und jetzt macht er das. Mit Sterling. Macht er anscheinend nicht so zum ersten Mal. Ja, und Westermann geht einfach wieder weg. Und die gehen da einfach nicht hin und so. Das ist so richtig, richtig herrliches Gameplay. Ich weiß echt nicht. Also, ach, Mann, ey. Da haben die so einiges verkehrt gemacht. Vor allem, was auch so den ganz normalen Spielaufbau angeht. Da war es jetzt bei ihm da mal, dass der Spieler einfach so weggeht. Ich weiß gar nicht, was die sich dann denken. Oh, ich gehe da mal weg. Inui und Son ist da eigentlich kopfballgefährlich, aber irgendwie kommen die Flanken von Inui noch nicht so richtig an. Jetzt paced er wieder los. Bamba Anderson. Ja, überlegt der Pass. Auf Aigner. Der spielt hier stark auf Son. Elfmeter. Elfmeter, Leute! So, Elfmeter. Ja, was bleibt denn da noch übrig? Das war ein Elfmeter. Hand schießt nicht, sondern Son. Son drescht den an die Latte. Ich glaube es nicht. Oh Mann, ey. Elfmeter sind hier auch auf jeden Fall kranker geworden. Oh, meine Fresse. Meine Herren, Son an die Latte. Son jetzt vielleicht? Nein. Inui hat ihn. Und Jakulan? Son geht nicht hin. Oh Mann, ist das kläglich, was ich hier mache. Oh, und das wäre das 3-1. Das wäre so ein kleiner Neckbreaker gewesen. Jetzt hat er natürlich übelst den Vorteil. Elfmeter gehalten. Der wird sich richtig einen freuen. Und das hasse ich. Dieses Hängenbleiben am Gegner. Nein, Inui. Fuck it, ey. Hätte ich locker 2-3 Meter laufen müssen. Puh. Was ist das hier jetzt für ein Game, Alter? Und jetzt ist Adebayor nochmal durch. Ja, der hustet auf jeden Fall. Auf jeden Fall hat er auch ein Mikrofon am Start. Dass sie alle jetzt so mit dem Mikrofon spielen, das nervt mich so ein bisschen. Ja, den Elfmeter verkackt. So ist es. Ja, ich habe jetzt auch nicht Bock, die Halbzeit zu analysieren, weil ich einfach jetzt spielen will. Ich will den Sieg, will ich auf jeden Fall haben. Oh, ich hasse das. Am Anfang macht er das nur. Wahrscheinlich hat er damit echt öfters Erfolg. Ich sag das hier jetzt wahrscheinlich und gleich schießt er ein Tor. Das wäre es jetzt noch gewesen. Foul. Was? Also manchmal verstehe ich diese Dinger hier nicht. Manchmal verstehe ich es echt nicht. Und jetzt hat er sich sehr...
Oh, ich hab gedacht, den macht er nicht, Alter. Puh. Jetzt hat er sich aber selber in den Arm gebissen. Dadurch, dass er immer seinen Keeper da direkt rausrennt. Und Aigner macht sein zweites Tor. Bombenspiel von Aigner. Muss man hier mal neidlos anerkennen. Son legt den vor. Boom. Hat er seinen Keeper wieder rausgeholt und dann, boah, der hat den echt noch krass angenommen. Hast du 3 Meter vorgelegt. Vielleicht wäre es ja wieder ein Elfmeter geworden. So, aber das mit dem Durchtänzeln kann er jetzt ein für alle Mal vergessen. Ich kann Bock mehr drauf. Und Hand. Hand jetzt vielleicht mit der direkten Flanke. Und Tor. Jakulan. Und das ist jetzt Geschichte. Jetzt ist es vorbei. 4-1. Ja, Volovic. Nochmal den Salto. 4-1, das ist das Ende. Definitiv. Der Typ ist zerstört. Aber alles so Dümpeltore. Hier jetzt auch wieder. Sissoko. Boah, krass. Seine eigenen Spieler rennen sich da um. Und Jakulan steht da hinten und sagt, jo. Ja, vielleicht kommt er ja noch einmal durch mit seinem Zirbelscheiß hier, aber ich glaube nicht. Wenn man darauf einfach reagieren kann, indem man jetzt nicht direkt schnell auf den drückt und einfach langsam neben dem her trabt. Und Cole. Boah. Immer mit so einem Zirbelschuss. Er hat auf jeden Fall auch die Amazon Edition. Ja, warum guckt er sich den an? Der war komplett ungefährlich. Jetzt nicht so komplett, aber oh, Backe, ey. Die Abschlüsse hier, was die hier fabrizieren. Ist echt schon Wahnsinn. Jetzt macht er tatsächlich nochmal das 4-2, weil ich zu dumm bin, einen Abschluss zu machen. Ey, ficken, ey. Wenn der da noch irgendwie rankommt, dann flipp ich ab. Ach komm, jetzt guck's dir an, du Spasti, ey. Ohne Witz. Wahrscheinlich war das Husten, weil er gerade die Schule heute schwänzt. Ich habe heute Mittag auf jeden Fall noch Uni. Heute Nachmittag. Ich glaube, ich muss das einfach mal ruhiger spielen. Komme ich auch zu mehr. Jetzt sowieso, ich bin in der Führung. Ich habe hier gar nichts mehr zu beweisen eigentlich. Ich kann noch mal ein bisschen laissez-faire spielen. Inui, jetzt vielleicht mal mit einer guten Flanke. Aigner legt ab auf Son. Ach, schade. Ruhig mal aufs Tor kommen können. Sterling. Ja, das war jetzt ein dicker Fehler eigentlich. Der passt sowieso gleich. Ne, er geht auf Flanke, aber Aigner ist da. Aigner mit einem super Spiel, also kann ich auch nur jedem empfehlen, den Aigner. Hand auf Jakunan. Und Son kreuzt nicht. Warum nicht? Son, was machst du da? Son macht's alles richtig. Und da ist es. Und jetzt kommt der Schusch. Und das Hörding, weil er gerade auch nochmal das Tor anguckt. Was ist los? Er hat mit Cole versucht, diesen Schnitzler zu machen. Ich mache ihn jetzt mit Son in Perfektion. Und da ist die Kiste. 5-2. Ja, das Spiel ist eigentlich mehr als gelaufen. Jetzt versucht er wieder mit Cole da durchzulaufen. Ja, und dann dümpselt er den Ball, aber die haben wieder so eine unsichtbare Range, wo Hand einfach nicht direkt zum Ball laufen kann. Das verstehe ich echt noch nicht, wie was die da machen. Was hat EA da fabriziert? Oh, und jetzt auch wieder ein herrlicher Pass in den eigenen Mann. Ja, und jetzt vielleicht mal Inui. Ah, schade. Ich habe es antizipiert, aber er konnte nicht mehr und ich kann den Ball nicht loswerden. Ja, und jetzt kommt wieder so ein harmloses Schüsschen von ihm. Ich hoffe, die zeigen da wieder eine Wiederholung. Was soll das sein? 10 Meter neben Tor? Ja, und da ist doch jetzt keiner. So, ja. Jetzt ist der Abschluss natürlich perfekt angekommen. Und wir warten natürlich nur noch auf Kontas. Kontas! Auf Konter? Ja, komm. Digga, ich habe den Keeper nicht mal annähernd rausgeholt. Sich hier noch ein bisschen Zeit lassen, schön den Ball so runterholen. So, das lieben die Gegner doch. Westermann, oh Westermann, was machst du da? Ja, irgendwie habe ich jetzt aber auch nicht so mehr die Motivation. Es steht 5-1, nee 5-2. Irgendwie ist das hier gerade gegessen. Aber das Spiel ist noch sehr zäh wie ein Stück Kaugummi, würde ich jetzt einfach mal sagen.
Oh, ich bin heute auch um 5 Uhr. Was ist das denn? Ha! What the fuck is going on? 5.45 Uhr aufgestanden. Schon krank. Ich mache jetzt auch gleich Mathe. Ich wollte es eigentlich erst heute Abend machen, aber ich mache es jetzt gleich. Irgendwie keinen Bock. Das erst heute Abend zu machen. Ja. Und da war es gefährlich, aber auch nicht. So, wenn ich jetzt hier hin drücke. Boom, jetzt kommt der Pass dahin. Gerade kam der in die Mitte. Also sind Abstöße immer eine Unbekannte. Das ist natürlich wunderschön. Ja, man kommt hier auch nicht wirklich durch. Ich hoffe, das wird sich echt noch relativieren, wenn man dann mal die Bombenmannschaft hat. So eine Barclays, die richtig stark ist. Ich habe jetzt ja auch schon wieder fast die 100.000 Münzen. Ja, und dann werde ich auch mal gucken, wo ich dann investiere. Und er hat hier gelb-rot mit Sissoko. Der wird noch vom Platz gestellt, der Typ. Und jetzt? Was ist jetzt? Hä? Jetzt hat sich das Spiel aufgehangen. Die Verbindung zum Gegner wurde unterbrochen. Ey, wenn ich jetzt... Nee, anscheinend er. In der 78. geht er raus. Warum auch immer. Ich habe jetzt 9 Punkte, habe noch 5 Chancen auf den Titel. Den werden wir uns holen, definitiv, Leute. Ja, und habe jetzt 3 Punkte eingestrichen, so wie es aussieht. Oder steht da gleich, sie haben abgebrochen. Nee, habe ich nicht. Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich bin unglaublich wild gerade. Ciao.